So, dann springen wir doch gleich mal in das Jahr 1988. So, war das jetzt so ein freigeschaltetes? Tatsächlich. Ja doch, das würde ich gerne fahren. Zwei Rallyes, drei Stages jeweils. Ist also minimal länger als die letzte. Hier ist weniger mit Vollgas, auf jeden Fall mal. Oh, oh, oh. Wo lande ich denn? Okay, ich glaube, wir haben hier sogar noch Zeit gespart, dadurch, dass es nicht resettet hat. Eieiei, aber wieso überschlägt sich das Ding denn halb? Könnte jetzt natürlich ein bisschen Schaden verursacht haben. Da bin ich schon gespannt auf der Reparaturstage dann nachher. Ich meine, es heißt immer so schön, feste quer siehst du mehr. Aber das war ein bisschen zu quer. Da hat man fast gar nicht mehr gesehen. Noch dazu bei Nacht. Okay, Ende, geschafft, den ersten Stage. Ach, sogar mit der Tappensieg. War schon mal her. Sehr schön. So, wie viele Leute sind bisher gefahren? Ja, okay, den ersten haben wir nicht geschlagen, alles andere haben wir mitgenommen. Gut. Muss sagen, dieses Spiel macht ziemlich süchtig. Das ist echt, also ich weiß nicht, es trifft bei mir einen ziemlichen Nerv. Und ich spiele jetzt auch nur, weil ich echt gerade eben richtig Bock hatte, das einfach wieder anzuschmeißen. Ich hätte noch ein, zwei andere Sachen zu tun, aber ja, eine Runde Art of Rally geht halt immer. Das ist auch so ein schönes Spiel, kannst du eigentlich zwischenzeitlich mal anwerfen. Keinen großen Kopf machen, es gibt keine Story, es... Die Rallyes sind kurz genug, um mal irgendwas kurz zwischendrin zu fahren. Das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Außer ein Controller und ein bisschen Gespür braucht das Spiel nicht so viel. Man kann es angeblich sogar mit dem Lenkrad fahren, habe ich gehört. Halt ohne Force-Feedback, aber scheinbar. Die Entwickler haben wohl gesagt, ja, map ja deine Sachen aus dem Lenkrad, funktioniert. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu krass, vor allem auch bei der Perspektive. Aber cool zu wissen, dass das auch geht.
Das Schöne ist bei dem Auto, man kann hier dosiert einlenken. Das geht tatsächlich, indem man so ein bisschen vom Gas geht, ein bisschen einlenkt, dann lenkt das ein bisschen quer, man lenkt wieder ein bisschen gegen und schon steht das Auto wieder gerade. Das ist sehr, sehr, sehr intuitiv und sehr benutzerfreundlich. Sagen, dieser Schneeuntergrund ist auch so, ja, eigentlich der, auf dem ich mich so mit am wohlsten fühle. Ist doch relativ einfach zu fahren. Schlimmer ist der Eis oder dieser, ach, dieser leichte Schotter. Also es gibt zwei unterschiedliche Sorten Schotter. Und einer ist eigentlich auch ganz cool zu fahren, das ist sogar relativ ähnlich wie das hier. Und der andere ist einfach sehr rutschig. Boah, und schon hat man hier wieder einen Etappensieg und das gar nicht mal so knapp. Oh. Und hier sogar mal den Weltrekord für wahrscheinlich eine Stunde oder sowas. Naja, sagen wir es mal, den GOG-Rekord. So, wir können reparieren. Oh, den Kühler haben wir ordentlich zugerichtet. Das muss dann tatsächlich bei dieser Querfahrgeschichte gewesen sein. Das war wieder so ein kleiner Moment. Hier ein bisschen vorsichtig, da geht es nämlich wieder bergab. Wenn man da ein bisschen zu viel mitnimmt, dann kippt das Auto sicherlich wieder. Oder man fliegt halt komplett ab. Muss nicht sein, muss nicht sein. Ah, kommt nicht drehen. So, hier das Ziel und gut ist. Bisschen Glück, nein. Etappensieg reicht's nicht. Aber für den Rallye-Sieg. Ab hier, hui, 12 Sekunden schneller. Also die 2-3 Sekunden lasse ich mir noch eingehen, vielleicht sogar auch den dritten. Was ist denn der erste gefahren? 1,52. Hier gibt's Aliens schon wieder. So, Norwegen. Etappensiege 33. Das halte ich für eine Lüge. Wir haben 2 von 3 Etappen gewonnen, oder? Na gut, dann gehen wir nach Japan.
Da war wieder eine Straßenbegrenzung, die plötzlich begonnen hat. Die hätte unser Auto auch teilen können. Oh, das war zu viel des Guten. Da habe ich jetzt irgendwie geglaubt, dass ich, warum auch immer, durchkomme. Okay, es gab zumindest mal kein Reset. Wenn wir mit 1,5 blauen Augen davon gekommen. Nee, so aber nicht. Okay, das war dann das zweite blaue Auge. Natürlich wieder kurz vor Schluss, wie soll es auch anders sein. So. Haben wir nochmal 5 Sekunden eingebüßt. Ja, hätten wir sonst gewonnen hier, ne? Hätten wir sonst gewonnen. Okay, aber krass. Auch da wieder die Zeiten, die gefahren werden, das sind 20 Sekunden. Also ich sag mal, dann 15, sagen wir mal 12 Sekunden schneller als das, was ich gefahren bin. Abzüglich den ganzen Bullshit, den ich da fabriziert habe. Wieso schauen sich die Japaner alles von uns Deutschen an? Hier wieder irgendwelche Heuballen da in den Weg zu stellen. Nein. Sind wir wieder um einen Reset knapp davon gekommen. Wahrscheinlich nur Millimeters Arbeit. Weil viel weiter darf man, glaube ich, nicht rauskommen. Hier die Stage kommt mir irgendwie ziemlich unbekannt vor. Das scheint einfach durch die Art und Weise, wie halt die Stages dann teilweise von der Jahreszeit. Ja, ich weiß nicht, ob der Jahreszeit eine Rolle spielt. Oder ja, auf jeden Fall mal Wetterbedingungen und Tageszeit macht das ordentlich was her, dass man hier, dass das Ganze sich halt eigentlich nicht wirklich abnutzt.
vermute mal, dass ich die Stage schon mal irgendwann gefahren bin. Und wenn es im Regen war, dann ist der Wiedererkennungswert hier halt nicht allzu groß. Weil man im Regen dann sowieso mehr auf die Pfützen und so weiter achtet. Da guckt man nicht auf die Bäume links und rechts. Oh, nur Fitter. Das ist alles ziemlich nah beieinander hier von den Zeiten. Gesamtrally auch nur Fitter. Uiuiui, da müssen wir uns ein bisschen ranhängen hier. Obwohl die Sage hier gar nicht so schlecht war. Wenn ich hier auf die GOG-Weltrangliste gucke, sind wir mal so weit nicht weg. Okay. So. Der Turbo ist ja komplett durch. Habe ich den kaputt bekommen? Oh, come on. Ach du Scheiße, okay. Also gut, Etappensieg, Rallye-Sieg, ihr seid auf jeden Fall mal weg. Das Auto ist wahrscheinlich auch schon wieder halb beim Teufel. Jetzt habe ich schon extra langsam gemacht, dachte ich. Um hier nicht zu kippen. Und man sitzt natürlich trotzdem wieder. Aber wir haben einen schönen Spruch hinten am Auto gesehen. Rude. Also sozusagen so viel wie brutale Gewalt. Ja, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich finde das Handling des Autos eigentlich ganz, ganz gut. Es ist nicht irgendwie mit Gewalt auf pure Leistung getrimmt und keine Fahrbarkeit. Da haben wir schon Schlimmeres gefahren. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst, dass wenn ich mich in die Kurve reinlege, das Auto wieder kippt. Weil ich nicht verstehe, warum das da vorne gekippt ist. Uiuiui. Das ist gerade hier. Sagen wir es mal. Ein wenig suboptimal.
Da ist das Ziel, da ist das Ziel. Mal schauen, wo wir landen werden. Oh, das ist alles immer extrem knapp gewesen hier. Für Platz 3 hat es noch gereicht. Ohne Reset hätte es auch für Platz 2 reichen können. Na gut, ich befürchte, der Gesamtsieg der Rallye ist weg. Da werden wir wahrscheinlich irgendwas auf 2 oder 3 uns einreihen müssen. Nein, wir haben sogar gewonnen. Jawohl. Haben wir so ein Auto nicht schon? Highspeed Van. Oder ist er für diese Dings relevant? Für diese Gruppe. Das schaut schick aus. Da steht's auch, die Gier nach immer höherer Geschwindigkeit braucht der Formel 1 Technik in den Rallye-Sport. Aha. Okay. Ja gut, die Rallyes 89 bis 91 werden dann in den nächsten 1-2 Folgen folgen. Das soll's mal gewesen sein für den Moment. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm zum Zuschauen. Und ansonsten, wenn ihr Bock auf mehr habt, das gibt ja sicherlich noch ein paar andere Art of Rally-Folgen bei unserem Kanal, genauso wie allgemeines Racing. Da ist noch ein bisschen was zu gucken bei uns. Schaut doch da gerne mal rein, lasst einen Kommentar da, auch gerne mal einen Daumen oder wie auch immer. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.